Das sind die LTV-Themen vom Donnerstag. Positives Fazit im Piccolo-Theater. Experimente in der Schwerelosigkeit und Tipps und Hinweise bei Einsteiger-TV. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Das Lausitzer Lächeln 2013. Die Spreegalerie präsentiert zum 11. Mal das größte Fotoshooting der Lausitz. Bewerbt euch kostenlos vom 9. März bis zum 19. April und lasst euch bei Foto Goethe fotografieren oder ladet euer schönstes Lächeln auf www.spreegalerie.de hoch. Werde das Lausitzer Lächeln 2013 und gewinnt Reisegutscheine, Konzerttickets und Sachpreise im Gesamtwert von über 5000 Euro. Infos erhaltet ihr unter spreegalerie.de, im Hermann, Wochenkurier sowie bei LTV, Radio Cottbus und auf der Facebook-Fanseite. Das Lausitzer Lächeln 2013. Macht mit und bewerbt euch vom 9. März bis zum 19. April in der Spreegalerie. Der City-Einkaufstreff. Herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Donnerstag. Die drei Raubüberfälle in nur zwei Tagen sind natürlich immer noch großes Thema in der Stadt. Im Zusammenhang mit dem Raub vom 2. April in Sandow sucht die Polizei nun nach Zeugen. Als Fluchtwagen nutzen die mutmaßlichen Täter ein älteres Modell der Mercedes C-Klasse. Das Fahrzeug ist weiß und hat zur Tatzeit am Doll geparkt. Als die Täter flüchteten, lief ein unbekannter Mann hinter dem Auto her und verfolgte es. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Auto und dem unbekannten Mann. Zeugen erreichen die Polizei telefonisch unter Cottbus 49 37 12 27. Auch im Zusammenhang mit dem Raub in der Postfiliale Hermannstraße vom 3. April bittet die Polizei um Mithilfe. Vermutlich kamen zwei Personen zufällig zu dem Überfall hinzu und könnten wichtige Hinweise zum Täter geben. Dabei handelt es sich möglicherweise um ein Pärchen. Sie verließen die Filiale, ohne vom Täter bemerkt worden zu sein. Die Polizei bittet diese Personen, sich umgehend unter der gleichen Nummer Cottbus 49 37 12 27 zu melden. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Das Kinder- und Jugendtheater Piccolo veröffentlichte heute seine Bilanz nach einem Jahr im neuen Gebäude. Theaterleiter Reinhard Rogler ist durchaus zufrieden. Seit knapp einem Jahr ist das Piccolo-Theater jetzt im neuen Haus am Erich-Kästner-Platz. Ein großer Schritt, der sich aber bewährt hat, so Reinhard Drogler. Heute zog der Theaterleiter und Geschäftsführer Bilanz. Auch im zweiten Jahr haben wir nichts, was wir damals geplant hatten. Wir waren ja beteiligt an der Bauplanung, geplant haben. Es ist alles so, wie wir es uns erhofft hatten. Die Spielstätte funktioniert hervorragend. 44.000 Menschen besuchten nach dem Umzug das Theater, so viele wie noch nie in einem Jahr. 200 Vorstellungen gab es im alten Haus, 310 waren es im neuen. Außerdem blieb das Theater im Kostenrahmen. 175.000 Euro nahm das Piccolo im vergangenen Jahr ein, mehr als erwartet. Dass so viele Menschen das Theater so gut angenommen haben, motiviert natürlich. Wir werden in diesem Jahr den Spielplan sehr stark auf Kindertheater orientiert gestalten, weil das einfach die Jahrgänge sind, wo das meiste Publikum in den nächsten Jahren ist. Und wir werden besonders Puppen- und Figurenspiel durch zwei neue Spieler gestärkt erleben in der neuen Spielzeit. In der kommenden Zeit warten auf die Besucher viele neue Inszenierungen und Vorstellungen. Die Preise für Eintrittskarten bleiben aber gleich. Das Phoenix-Kleintier-Krematorium in Werben ist bereits seit Anfang des Jahres in Betrieb. Heute wurde die Anlage offiziell eingeweiht. Haustierbesitzer können hier ihre Begleiter einäschern lassen. Der Bau des Krematoriums ging aber alles andere als ruhig vonstatten. Schon im Vorfeld gab es heftigen Protest von Bürgern. Sie kritisierten etwa, dass sie von der Gemeinde übergangen worden seien. So wurde eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen, die etwa 900 Stimmen gesammelt hat. Am Samstag und Sonntag will sich das Tierkrematorium jeweils von 10 bis 18 Uhr für Besucher öffnen. Bei den ganzen Schlagzeilen um die Hochschulfusion könnte man glatt vergessen, dass an der BTU auch noch